Das Problem ist uns allen bekannt, dass es in ganz Bayern Probleme gibt, was die Strukturentwicklung betrifft. Das ist in der Oberpfalz nicht anders als bei uns. Da schaut es noch anders aus. In der Oberpfalz müssen Leute wegziehen, weil sie dort vielleicht keine Arbeit mehr haben. Und dort verfallen regelrecht Wohnungen. Dort wird zurückgebaut. Dort gibt es Gebäude, die nicht erhalten werden können, die werden eingerissen. Im Umkehrschluss, durch diese falsche Strukturpolitik in Bayern, gibt es eine Region wie zum Beispiel auch München oder auch uns, wir sind jetzt quasi im Speckgürtel, dadurch überhitzt. Und zwar in einer Form überhitzt, dass uns in jedem Bereich, und jetzt geht es halt langsam ans Eingemachte, nämlich auch in dem Bereich, wo es um ein sicheres Dach über dem Kopf geht, für viele langsam nicht mehr tragbar ist. Da reden wir nicht von den Obdachlosen, die immer mehr werden. Das kann die Kommune stemmen. Also die Kommune ist zuständig dafür, die Kommune kann bauen, die baut Obdachlosenunterkünfte. Wir reden noch nicht einmal vom geförderten Wohnungsbau, also vom, früher hat man gesagt, Sozialwohnungsbau. Vom geförderten sozialen Wohnungsbau. Das ist der Bereich, wo man bis zu 16.000 Euro brutto verdient. Also dass ihr euch ungefähr mal einordnen könnt, 16.000, 14.000, 12.000 brutto, das sind die Stufen und dementsprechend ist immer Euro mehr Miete. Da rechnet dann eine Kommune so, dass sie das also erst einmal den normalen Mietwert nimmt und dann kriegt die entsprechend die Förderung drauf für diese entsprechende Klientel oder diese Eingruppierung. Das kommt dann in der Regel auf einen Mietpreis von 5 oder 5,50 zum Beispiel auf einen Quadratmeter. Von dem rede ich halt auch nicht. Sondern wir sind mittlerweile in einem Bereich angekommen, derer, die dort drüber liegen, die Arbeit haben, die auch qualifiziert sind und hochqualifiziert sind, aber sich in der normalen Arbeitszeit diese Perspektive, dass sie sich selber irgendeine Art von Eigentum erwirtschaften, das ist noch, wir reden nicht vom Bungalow mit 800 Quadratmeter Garten dazu, sondern von einer Wohnung, dass sie sich das nicht mehr selber erwirtschaften können. Und damit, und wenn es in diesen Bereich kommt, dann kriegen wir ein Riesenproblem, weil das kann man nicht kommunal lösen. Auch wenn man noch so oft sagt, man möchte das jetzt lösen und man muss jetzt Kaffeekränzerl machen, wo man sie trifft, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen. Es ist schön, wenn man darüber spricht, aber der Landkreis kann da relativ wenig tun. Und auch die Kommune hat Grenzen, in dessen Rahmen sie agieren muss. Also das, ihr kennt das Thema, wenn eine Kommune über einheimischen Modelle zum Beispiel oder Baulandmodelle, einheimischen Modelle ausweist, dann ist sich an diese Regeln zu halten. Da gibt es jetzt möglicherweise welche, die fallen dann da genau rein, dann ist es gut. Und da gibt es welche, die kommen damit halt nicht zurecht. Und da gibt es auch welche, die dann vielleicht nicht fallen können, aber dann nicht bauen, weil sie das Geld nicht haben. Und deswegen haben wir uns aufgemacht und geschaut, was können wir beitragen und was ist eine Möglichkeit, um selbst aktiv zu werden. Selbst ist jetzt der jeweilige Bürger, die Einzelperson gemeint und betroffen. Und das ist die Idee der Genossenschaft. Man muss zu dieser Wohnungsbaugenossenschaft in Wolnzach sagen, die ist ja aus einer schweren Wohnungskrise heraus entstanden, ist ja 1947, glaube ich, gegründet worden. Man hat dort die gegründet und wenn man die Bilder sieht, die ersten Bilder sind noch Baracken, wo man die Leute nach dem Krieg untergebracht haben. Wir haben ja so und so viele Flüchtlinge aufnehmen müssen auch oder können in Wolnzach. Und aus dieser Situation heraus wurde diese Wohnungsbaugenossenschaft gegründet, eigentlich von alles gestandenen Wolnzachern, Geschäftsleuten vom Markt Wolnzach, vom Gemeinderat Wolnzach, die haben das von Anfang an unterstützt und haben dieser Wohnungsbaugenossenschaft dann Grundstücke zur Verfügung gestellt in Erpacht, zu einer sehr guten Erpacht und die Kirche hat sich damit auch beteiligt, sodass ein Teil unserer Grundstücke dort dem Markt Wolnzach gehört und der Kirchenstiftung Regensburg. Gegründet hat man das deswegen, weil es so viele Wohnungssuchende gab. Und der Vorteil heute, muss man dazu sagen, ist nach wie vor, dass diese Wohnungsbaugenossenschaft für den etwas kleineren Geldbeutel unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger eine Anlaufstelle ist und den gesamten Wohnungsmarkt in meinen Augen auch ein bisschen die momentane brutale Spitze nimmt, der Kosten. Wenn man hinschaut, wir haben heute in der Wohnungsbaugenossenschaft Mieten zwischen 5 und 6 Euro für einen Quadratmeter. Das sind alles Wohnungen
wunderbar mit Bädern saniert, mit Zentralheizungen auf dem neuesten Stand, neuen Fenstern, gut wärmegedämmt, sodass auch die Zweitmiete relativ günstig ist. Somit haben wir also mit dieser Wohnungsbaugenossenschaft doch, glaube ich, einen hohen sozialen Beitrag geleistet für den Markt Wolnzach. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Ich komme jetzt morgen zu Ihnen und sage, Herr Schech, wie schaut es aus? Habt ihr eine Wohnung frei? Ich verdiene ein bisschen wenig. Kann die einziehen? Ja, gut. Es ist halt leider so, dass der gesamte Mietmarkt nach wie vor angespannt ist. Wir haben jetzt derzeit eine Warteliste von ungefähr 30 Mitbewerbern. Und hier wird man natürlich nach sozialen Kriterien auswählen. Und ganz schwierige Fälle, die also der Vorstand bzw. die Verwaltung nicht machen kann, werden auch natürlich dem Aufsichtsrat vorgelegt. Und alle Aufsichtsräte und auch Vorstand sind dort ja Ehrenamtliche, sodass man dann also abwägt, wen kann und wen sollte man sie jetzt geben, wo ist der Druck am größten. Ich hoffe natürlich, wir bauen ja jetzt wieder ein neues Objekt mit 10 Wohneinheiten, dass dieser Druck in den nächsten Jahren nach Presseberichten ist es nicht so noch, wieder geringer wird. Aber wir werden natürlich von unserer Seite, soweit wir uns leisten können, alles dazu tun, dass wir weitere Wohnungen zur Verfügung stellen. Erst wenn man Mieter wird, dann kann man einen sogenannten Anteil an der Wohnungsbaugenossenschaft erwerben. Kann oder einen, muss? Muss man einen erwerben, mindestens einen. Der kostet so zwischen, ich so viel ich weiß noch, zwischen 100 und 200 Euro, der dann in der Dividendenausschüttung am Jahresende natürlich immer mit Zinsausschüttung erfolgreich, so wie es jetzt alle Jahrzehnte war, an den Mieter ausbezahlt wird. Also der kriegt momentan so 3% Dividende bei uns. Das wird alle Jahre natürlich beschlossen, was wir uns leisten können. Er kann natürlich auch bis zu 4 Anteile überwerben. Er muss aber nicht. Jetzt lege ich das Geld hin, erwerbe einen, maximal 4 Anteile, Genossenschaftsanteile. Ja. Sie haben auch zufälligerweise, oder ich frage zufälligerweise genau dann, wenn Sie die eben erwähnten Wohnungen fertiggestellt haben. Es ist eine freie und ich darf einziehen. So, bin ich dann Mieter oder werde ich Eigentümer? Eigentümer kann man nicht werden. Diese Wohnungsbaugenossenschaft, das bleibt also immer im Eigentum der Wohnungsbaugenossenschaft. Und Sie sind in diesem Fall Mieter und Sie können auch so lange da drin wohnen, sagen wir gleich bis zum Ableben, aber Sie können sie nicht weiter vermieten an Kinder oder an Erben oder sonst etwas. Diese Wohnung muss und wird dann immer wieder durch den Vorstand, Verwaltung und Aufsichtsrat dann wieder weitervergeben. Sie erwerben also keinen Anteil, den Sie weitergeben können. Sie müssen auch die Dividende dann wieder, wird ausbezahlt von dem Ding und geht nur an den oder an die Erben dann zurück. Bei anderen Wohnungsbaugenossenschaften, es gibt ja verschiedene Modelle, ja, richtig. Da kann man es vererben, da kann man, wenn man auszieht, können die Kinder einziehen. Muss man, aber man muss im Gegenzug etwas mehr als wir nur die 4 Anteile kaufen, sondern man muss auch wirklich eine zwar moderate Zahlung leisten. Man spricht in anderen Genossenschaften bei 60.000 Euro, was natürlich wesentlich besser ist, weil 60.000 Euro kriege ich eher bei der Bank als wir 360.000 Euro, wenn ich eh nicht viel verdiene. Es führt kein Weg daran vorbei. In Ihrer Genossenschaft kann ich das nie erwerben. Nein. Diese Wohnungsbaugenossenschaft ist sicher auch für Mieter gedacht, die wirklich diese Möglichkeiten eigentlich kaum haben. Und wir nehmen das alles, was wir erwirtschaften, immer wieder für Sanierung oder für zusätzliche Wohnungen. Und so wie sich jetzt die 60 oder 70 Jahre darstellt, ist auch das für uns hier in Wolnzach im ländlichen Raum der richtige Weg. Wir finanzieren zum Großteil heute alles aus Eigenkapital. Mittlerweile gibt es auch vom Staat Fördermittel, die wir jetzt bei dem Neubau natürlich wieder in Anspruch nehmen. Und wir haben von den 100 Wohnungen, die wir oben haben, zurzeit nur noch
10 oder 12 Wohnungen, die in einem staatlichen Förderprogramm drin sind. Alles andere haben wir dort bereits längst abbezahlt. Abschließende Frage. Wohnungsbaugenossenschaft. Ja. Klingt ja so, als wenn ich Mitglied einer Partei werden müsste. Weil immerhin, Genossen kennt man. Heift es mir was, wenn ich irgendwo dabei bin? Nein, nein, überhaupt nicht. Also wenn ich Ihnen sage, ganz stark ist die Gründung damals von der SPD, BHE, es war alles nach dem Krieg, es waren sicher erste Leute, die auch hier mit dabei waren. Aber es war vom ersten Tag an der gesamte Gemeinderat dahinter, es waren vom ersten Tag an die ganzen Handwerker in Wollensau mit dabei, die es mit unterstützt haben. Also es hilft überhaupt nicht. Parteigespräche oder Parteizugehörigkeit ist da droben noch nie ein Thema gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn man es auch sieht, da waren Aufsichtsratsvorsitzende, CSUler, SPDler, Freie Wähler und völlig unabhängige Leute. Also hilft und bringt nichts. Und sind wir auch sehr froh, dass wir aus dieser Genossenschaft seit 70 Jahren die Parteipolitik komplett raushalten können. Der Schwerpunkt soll liegen in dem Bereich derjenigen, die sich einfach eine Wohnung oder ein Haus schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können, aber ausreichend Einkommen haben, um sich zum Beispiel an einer Genossenschaft zu beteiligen. Die Genossenschaft ist eine sehr, sehr sinnvolle Alternative zum eigenen Wohnungsbau, insbesondere deshalb, wenn nicht ausreichend Eigenkapital zur Verfügung steht, um sich eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus zu kaufen. Durch die Genossenschaft und den genossenschaftlichen Gedanken, was einer nicht kann, können viele, kann auch das Finanzierungsproblem an der Stelle sehr, sehr einfach gelöst werden, weil die Eigenkapitalanforderungen an genossenschaftlichen Wohnungsbau geringer sind wie an einen privaten Wohnungsbau. Hinzu kommt, dass es nicht darum geht, das Eigenkapital möglichst hochverzinslich anzulegen, sondern dass es hier darum geht, langfristig nachhaltig Wohnraum zu schaffen, der auch aufgrund des genossenschaftlichen Gedankens nicht nur für eine Generation gilt, sondern auch an die nächste Generation weitergegeben werden kann, sodass im Prinzip auch dem Nachhaltigkeitsgedanken damit ausreichend Rechnung getragen wird. Ja, und aus diesem Grund wollen wir eben das Wohnungsbaugenossenschaftswesen im Landkreis beleben. Nicht nur wiederbeleben, sondern auch beleben, wer sich für dieses Thema interessiert, wer einen Beitrag leisten möchte, wer sich vielleicht sogar so weit geht, dass er sagt, ich hätte ein Grundstück, das ich für so einen Gedanken gerne zur Verfügung stellen würde, dann kann er sich vertrauensvoll an uns wenden. Wir werden auf jeden Fall dieses Thema gemeinsam in den nächsten Monaten im Landkreis vorantreiben. Ready to wake up.